Ja, herzlich willkommen zur Visualization Session der Mensch-Computer-Tagung 2020. Mein Name ist Monique Moischke und ich bin Postdoc am Institut für Simulation und Grafik der Universität Magdeburg. Und ich werde zusammen heute mit Petra Isenberg, die ja heute schon einen Keynote-Vortrag gehalten hat, die Session leiten. Insgesamt haben wir 8 Beiträge mit jeweils 3- und 5-Minuten Videos. Und im Anschluss an jedes Video wird es eine Fragerunde geben. Um die Fragen vorzubereiten, bitte ich euch, den YouTube-Chat zu benutzen und wir werden dann die Fragen vorlesen. Damit kommen wir dann auch schon zum ersten Video mit dem Titel Welche visuellen Elemente lassen Texte wissenschaftlich erscheinen? Eine empirische Untersuchung von Oliver Hahn, Steffen Lemke, Anastasios Matsarakis und Isabella Peters vom Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und Video ab, bitte. Die Verbreitung von Predatory Journals und Fake Science lässt Informationssuchen hinterfragen, ob gefundene Artikel den gängigen wissenschaftlichen Standards genügen. Gerade in der Initiationsphase der Recherche können fachfremde Informationssuchende leicht Artikel als bedeutsam identifizieren, welche den wissenschaftlichen Kriterien nicht entsprechen. Doch woran machen Informationssuchende die Bedeutsamkeit eines Artikels eigentlich fest? Wir haben uns gefragt, ob Wissenschaftlichkeit auch in Abhängigkeit von visuellen Elementen bewertet wird, die einen wissenschaftlichen Eindruck erzeugen. Daher haben wir ein Experiment durchgeführt. Das Experiment wurde in die von der ZBW Leibniz Informationszentrum Wirtschaft organisierten Open Abanda Ausstellung integriert, die über weite Teile des Jahres 2019 in Bibliotheken in Kiel, Hamburg, Berlin und München zugänglich war. Besucherinnen und Besucher konnten selbstständig an einem Tablet-PC am Experiment teilnehmen. Im Experiment wurden den Teilnehmenden nacheinander diese 7 Abbildungen von wissenschaftlichen Artikelseiten gezeigt, die sich in Formatierung und den enthaltenen Darstellungselementen unterscheiden, während Textinhalte nicht lesbar waren. Für jede Artikelseite konnten die Besucherinnen und Besucher mithilfe eines Schiebereglers die wahrgenommene Wissenschaftlichkeit festlegen. Wie hier im Beispiel zu erkennen, konnten die Teilnehmenden Personen den Schieberegler nach persönlicher Einschätzung der Wissenschaftlichkeit frei bewegen. Wir haben die Eingaben der Teilnehmenden deskriptiv ausgewertet. Heraus kam, dass das Vorhandensein von Formeln und Diagrammen im Text ausreichen kann, um einen wissenschaftlichen Eindruck zu erzeugen. Diese Artikelseiten wurden als sehr wissenschaftlich bewertet. Die Artikelseite mit enthaltenen Fotos wurde allein als sehr unwissenschaftlich eingeschätzt. Das schlechte Abschneiden könnte, neben dem Vorhandensein von Fotos, an der Kombination mit einem einspaltigen Text liegen, welcher einen nicht wissenschaftlichen Eindruck erzeugt. Mit Ausnahme von Fotos wurden alle Formatierung und Darstellungselemente eher als wissenschaftlich bewertet. Dies könnte einen Gewohnheitseffekt widerspiegeln, da zum Beispiel ein doppelspaltiges Layout der eher alltäglichen Darstellungsform für wissenschaftliche Publikationsform entspricht. Layout und andere visuelle Gestaltungselemente eines Textes reichen allein selbstverständlich nicht aus, um eine qualifizierte Einschätzung über seine wissenschaftliche Wertigkeit treffen zu können. Allerdings werden bestimmte Gestaltungselemente als wissenschaftlicher wahrgenommen als andere, was zum Beispiel computergenerierte Artikel nutzen, um in der Regel sinnfreien Inhalten eine wissenschaftliche Anmutung zu geben und Lesende zu täuschen. Die Konsultation quantitativer Indikatoren, beispielsweise von Zitationen oder Old Metrics, sowie weiterer Artikel-Metadaten, kann dabei helfen, solche Fälle von Scheinwissenschaft zu erkennen. Ja, vielen Dank für das Video. Derzeit sehe ich noch keine Fragen in dem YouTube-Chat. Dann beginne ich mal mit einer Frage. In welcher Nutzergruppe seht ihr denn die Hauptanwender eures Ansatzes oder eurer Studie? Sind das Leute, die eher keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, für die das nützlicher ist, oder Leute mit wissenschaftlichem Hintergrund? Meinen Sie jetzt die Leute, die teilgenommen haben an dem Experiment? Oder, Ja, wenn man sich vorstellt, man würde daraus wirklich ein Bewertungsverfahren versuchen zu implementieren, dass die Wissenschaftlichkeit von Paper oder von Beiträgen versucht zu bewerten, würden sich dann eher Leute darauf verlassen, die keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben? Weil ich habe mich gefragt, Leute, die mit wissenschaftlichem Hintergrund würden ja vielleicht auch darauf achten, wo der jeweilige Beitrag erschienen ist. Das ist ja eine Information, die gerade nicht berücksichtigt wurde, oder?
Nee, die Information wurde nicht berücksichtigt. Insgesamt denke ich, dass beide Gruppen davon profitieren können. Einerseits die ohne wissenschaftlichen Hintergrund, die einen Hinweis darauf bekommen oder sich Ideen bekommen, wonach sie schauen können. Welche Elemente können denn ein Paper als seriös darstellen? Weil es gibt ja viele Bereiche und auch diese automatischen Paper-Generatoren, wo offensichtlich erstmal ein Text zustande kommt. Und wenn man sich das Layout anguckt, sieht das ziemlich gut aus. Und wenn man dann gerade als vielleicht Student, wo man noch wenig Erfahrung hat mit der wissenschaftlichen Recherche, dass man dann vielleicht auch auf Grafiken schaut oder halt auf andere Elemente, um zu evaluieren, ob so ein Text überhaupt von Interesse sein kann. Und gleichzeitig kann das halt auch für die wissenschaftliche Community spannend sein, sozusagen zu gucken, welche Abbildungen denn überhaupt das Argument, was man übertransportieren möchte, verstärkt übergeben oder verstärken, überhaupt verstärken. Okay, es gibt noch eine Frage in dem YouTube-Chat, die lese ich noch schnell vor. Layouts ändern sich häufig, aktuell zum Beispiel Umstellung der ACM-Publikation von zweispaltig auf einspaltig. Ist die Einschätzung als wissenschaftlich einfach als ein Gewohnheitseffekt? Ja, das haben wir auch geschrieben in unserem Paper tatsächlich, dass das ein Gewohnheitseffekt sein kann. Ja, ich glaube, damit ist die Frage ja schon beantwortet. Ja. Okay, ich denke, aus Zeitgründen werden wir dann zum nächsten Paper übergehen, aber vielen Dank. Jo, bitte. Tschüss. Okay, also ich bin jetzt der Koordinator des nächsten Papers und da geht es um A View on the Viewer, Gaze Adaptive Caption for Videos. Und das Paper wurde geschrieben von Kuno Kurzhals, Fabian Göbel, Katrin Angerbauer, Michael Sedelmeier und Martin Raubal. Welcome to our talk about how to use eye tracking for the individualization of captions. In this work, we present an approach that can be applied to all types of videos with captions and that adapts to your individual viewing behavior. So let's assume we know where you're currently looking at on your TV. Then we can adjust the position of a caption to your gaze and integrate the text better into your natural viewing behavior. An eye tracker attached to your TV would provide exactly this information. We call our approach gaze adaptive captions and develop two techniques, direct captions and salient sensitive captions. The direct captions follow the simple principle where you look is where the text will be. As you can see in the video, the text appears centered to the gaze position. However, some of the birds are occluded by the captions. Salient sensitive captions aim to reduce occlusions with important video content by a displacement of the captions. This displacement has to be calculated live in sync with the gaze. To determine important regions, we recorded a salience map based on a test audience watching the videos with audio. Our salient-sensitive algorithm works as follows. First, we divide the screen into cells and determine for each cell how many gaze points from the test audience would be occluded if we center a caption box there. This way, we can create a cost matrix and finally a displacement map that we can use as a lookup where to place captions with less occlusions. The orange cell shows the gaze position. The purple cell shows the displacement. As you can see, this approach has reduced the occlusions with the birds. To find out how gaze adaptive captions influence viewing behavior, we conducted a user study with 54 participants. Each participant watched videos with gaze adaptive and traditional captions. We hypothesized that the average saccade length for traditional captions will be significantly higher than with our gaze adaptive methods. We could confirm this hypothesis.
Guided by previous studies, we assumed that participants would be more efficient in reading text with gaze adaptive captions and spend more time on other content. Although we found significant differences, the opposite was the case. Since the captions were see-through, we did not differentiate which fixations belonged to text and which fixations were at the content behind the text. With the onset of a new caption, we hypothesized that participants will be significantly faster to fixate it with gaze adaptive techniques for the first time. We could confirm this hypothesis. With respect to gaze distributions, we hypothesized that gaze adaptive methods will be closer to natural viewing behavior. By measuring the mean square error between baseline and each technique, we could also confirm this hypothesis. If we look at the heat maps, this becomes more obvious. In the top row, you can see the gaze distribution of the baseline. The bottom row shows the distribution for traditional captions. As you can see, the distributions for direct and salient-sensitive captions look much more similar to natural viewing behavior of the baseline. We found that inexperienced participants preferred the new methods. Participants who watched videos with captions on a regular basis tended to prefer the method they were accustomed to. We also noticed that the displacement of salient-sensitive captions should not become too big. Further experiments are necessary to identify noticeable differences for this parameter. Occlusion of the video content was not as much of a problem as we assumed. However, alternative caption visualizations might help to improve the viewing experience. Some participants also noticed that they perceived the pacing of direct captions as slower and more pleasant to watch. We assume that this might be an effect of our approach to maintain reading consistency. We presented two new methods for gaze adaptive captions. They are preferred by inexperienced people and result in gaze distributions that are closer to natural viewing behavior. As future work, we plan an application in mixed and virtual reality, where especially information representation in head-up displays poses a big challenge. We further plan to adapt other parameters to personal gaze behavior. For example, the playback speed of videos to help slower readers follow the content better. Super, vielen Dank. Also ich vermute, also ich fange ja, genau, fang einfach mal an mit einer Frage. Ich vermute, ihr seid in der Visualisierungssession, weil es jetzt nicht so schwer ist, sich zu überlegen, wie man, was ihr entwickelt habt, auch auf Visualisierungen übertragen kann. Vor allem auf Large Displays könnte ich mir das gut vorstellen. Habt ihr da auch schon mal einen Prototypen entwickelt oder wieso habt ihr euch hier auf Filme, Videos konzentriert? Ja, also natürlich die Anwendung in Visualisierung ist ziemlich straightforward. Wir haben bisher noch nichts in die Richtung gemacht. Allerdings ist es als einer der nächsten Schritte geplant. Der Grund, warum wir das auf Videos gemacht haben, ist schlichtweg, vor 2 Jahren hatten wir schon mal ein Kai-Paper. Da ging es um einen Algorithmus, der im Prinzip vorab berechnet hat, wie man Untertitel am besten im Bild platzieren kann. Allerdings war das alles vorab berechnet und ist hauptsächlich auf Gesichtserkennung basiert. Und gerade die Videos, die wir getestet haben, haben keine solchen Gesichter enthalten. Das waren hauptsächlich Dokumentationen mit vielen interessanten Objekten, wo man diesen Algorithmus einfach nicht verwenden konnte. Deshalb war es quasi einfach der nächste Schritt, das Ganze zu individualisieren und live die neuen Positionen zu bestimmen. Okay, und in dem Fall Gaze Adaptive ist hier hauptsächlich die Position gemeint, ne? Oder weil ich kann mir vorstellen, dass man eben bei Text auch alle möglichen anderen Parameter irgendwie anpassen könnte, zum Beispiel die Größe vom Text oder vielleicht, je nachdem zum Beispiel, wie schnell jemand gerade irgendwo hingeguckt hat oder wie lange jemand schon auf eine Stelle starrt, dass man eben ja, den Text größer, kleiner macht oder einen anderen Font wählt oder eine andere Farbe oder alle möglichen anderen Parameter von dem Text ändert. Habt ihr da schon ein bisschen zu nachgedacht? Ja, also vom Design Space gibt es da natürlich jede Menge Möglichkeiten. In der Studie haben wir uns jetzt hauptsächlich auf die Positionen beschränkt. Was wir prototypisch noch implementiert hatten,
war eine Art Leseerkennung, die die Geschwindigkeit vom Video angepasst hat. Also im Prinzip für Leute, die einfach langsamer lesen, dass man da entsprechend auch ein bisschen das Video verlangsamt, damit die da auch gut hinterherkommen. Könnt ihr mit dem Eye-Tracker genau feststellen, ob jemand die Caption gelesen hat oder hauptsächlich nur, ob jemand in der Gegend von dem Text ist? Ja, also so wie wir es jetzt implementiert haben, ist, sobald man die Textbox für ein, zwei Fixationen verlässt und draußen bleibt, wird es dann als gelesen einfach definiert. Mhm. Es gibt natürlich auch Verhalten, dass die Leute dann immer wieder zurückspringen. Aber das hat dann nicht mehr unbedingt, dass sie das jetzt nochmal lesen, aber einfach, dass der Text einfach so viel Aufmerksamkeit nochmal auf sich zieht. Was gibt es da für technische Voraussetzungen? Was braucht man mit einem besonders guten Eye-Tracker, um sowas hinzukriegen? Nee, also der Vorteil tatsächlich von diesem Grid-basierten Ansatz ist, wir haben es mit einem teureren Eye-Tracker implementiert, um die Daten für die Studie aufzunehmen, aber für den Live-Einsatz haben wir auch einen billigen Eye-Tracker genommen, der kostet so um die 100, 200 Euro. Damit funktioniert es im Prinzip eigentlich genauso gut. Okay, meine letzte Frage ist, also die Videos aus eurem Video gerade waren eher so, weiß ich nicht, wie so Comic-Style. Ja. Habt ihr das mal ausprobiert mit so Hollywood-Movies oder vielen großen Action-Szenen und so weiter? Würde es auch funktionieren? Oder? Prinzipiell schon. Wir haben die jetzt extra rausgelassen, da wir in der letzten Studie diese gesichtserkennungsbasierten Techniken hatten. Da, also so eine Hybridmöglichkeit wäre da denkbar für so Hollywood-Filme. Ich denke, wenn man dann keine Ansatzpunkte hat, was jetzt wichtiger Inhalt ist, könnte man wieder so einen Salience-basierten Ansatz dann anwenden und es darauf dann anpassen. Also ich denke, da braucht es keine große Änderung am Algorithmus an sich, um das dafür zu verwenden. Und was macht man, wenn mehr als einer einen Film gleichzeitig anguckt? Ja, ich glaube, da sind wir dann jetzt wieder im Mixed-Reality-Bereich. Also ich glaube, wenn jeder seinen eigenen zusätzlichen View vor Augen hat, dann könnte man tatsächlich auch so eine gemeinsame Experience, wenn man auf den Bildschirm guckt, generieren. Aber ja, das ist alles Future Work, denke ich. Alles klar. Gut, jetzt haben wir, sind genau bei 5 Minuten angekommen und dann leite ich wieder weiter an Monique zum nächsten Paper. Danke. Ja, vielen Dank. Das nächste Video trägt den Titel Distribution Sliders, Visualizing Data Distribution in Range Selection Sliders von Tim Klemann und Jürgen Ziegler von der Universität Duisburg-Essen. Video ab. My name is Tim Klemann from the Interactive Systems Group at the University of Duisburg-Essen, and I'm going to present the results of our last 2 studies regarding distribution sliders. Imagine you want to search for a hotel in a foreign city. When starting your search, you often do not have a sufficient understanding of what exactly you are looking for. First, you have to obtain an overview of the distribution of the offered hotels. For example, how many hotels are available near the city center and how does the price depend on the distance? To define these boundaries, most online shops or booking websites provide different tools like filters or range sliders. These sliders are often used to enable users to easily enter preferences for continuous data. However, they are usually quite basic and do not provide any insights into the underlying data. But the underlying data is in most cases not evenly distributed, and therefore users are not able to detect relevant patterns that might inform their selection. Without this knowledge, you don't exactly know how you should set search boundaries to get suitable search results, because your search restriction is too strict or in the wrong part of the spectrum. Although efforts have already been made to enrich and improve these interaction tools with additional information and visualizations, only rather basic variants of sliders are commonly used in online shops or databases. Mostly, online shops display only the remaining results after setting a filter value or defining ranges. Based on previous work in this area, which focused on visualization and interaction techniques in sliders, we described and evaluated 3 different slider designs. All these designs enrich the tools with information in various ways, enabling users to efficiently explore the space of available items and to choose items in an informed manner. The first slider is a minor enhancement of conventional sliders. Unlike these basic sliders, this slider not only indicates how many items are still in the selected range, but it displays how many items are located outside of the selected range. The next slider displays a distribution of the underlying data.
Users receive further information about errors with particularly many or particularly few items. This slider design is rarely seen in online shops or databases. Some hotel booking websites like Airbnb or online databases like ACM Digital Library are using this design to give their users a better overview of the available items. We assume that especially in large item spaces, it might be helpful for users to receive suitable item recommendations. The aim of this variant is to further simplify the process of selecting suitable items for a particular user by showing item recommendations directly inside the slider and not only in a separate recommendation list. All sliders have in common that they give users a profound insight into the underlying item space, enabling users to make a straightforward and well-informed choice. We created a prototype to test multiple slider designs in different domains. We wanted to know whether these improvements would have a positive effect on the user's understanding of the underlying data. Therefore, we conducted two online user studies with 150 participants in total. We evaluated the different slider designs in a prototype in three different domains in terms of different user experience related questions. During the first study, participants had to interact with all three sliders, solving different domain-specific tasks. After completing all tasks, they had to rank the different slider designs regarding to their usefulness. It turns out that users ranked the distribution and the recommendation slider significantly higher than the compact slider. Although we could observe differences in the ranking, we could not detect these results when evaluating the questionnaires regarding the four tested factors. All three slider designs were rated good, but we couldn't observe any significant differences regarding our tested factors. In the second study, we focused on comparing the compact and the distribution slider. We've intentionally left out the recommendation slider as it contains another interaction component and we wanted to make the comparison as fair as possible. We wanted to get an understanding about the usefulness in a more realistic scenario with more than one slider at the same time. Participants had to make trade-off decisions and had the opportunity to interact with more than one slider in the prototype. Results indicate that adding visualizations to the sliders leads to better results than all tested factors. Again, we could observe significant differences between the compact and the distribution slider, whereas the distribution slider was rated better everywhere. But even the compact slider was rated well, which possibly shows that even the rather simple additional information has a positive effect on the participants. The participants perceived the presentation of the distribution helpful in understanding how many items they could expect in different range areas. Moreover, when interacting with more than one slider, presenting the distribution leads to a better comprehension of the mutual effects. We did not include the conventional sliders in the studies, but since the compact slider provides more information, it is likely that conventional sliders may not even be rated as well as the compact slider. Both studies have shown adding information about the insights of the data and presenting this information visually is beneficial for users, and that it might be a good idea to use them more often in such tools. Ja, vielen Dank für das schöne Video. Ihr hattet im Paper erwähnt, dass es für den Nutzer sehr frustrierend ist, wenn er nach wenigen Klicks in einer leeren Liste landet. Wurde das irgendwie für die Evaluierung mit berücksichtigt als Maß, um die Slider zu bewerten? Wir haben es jetzt nicht genau untersucht oder nicht speziell darauf abgezielt. Allerdings haben wir in den Logdaten mal nachgeguckt, wie viel denn tatsächlich an leeren Ergebnissen angezeigt worden ist. Und ja, tatsächlich wurde, also wir haben keinen großen Unterschied festgestellt, also wir haben keinen signifikanten Unterschied festgestellt, also es wurden keine leeren Ergebnismengen groß angezeigt, weil die Leute viel gezielter tatsächlich ja, die Resultate im Prinzip filtern konnten und deswegen gar nicht erst diese leeren Mengen bekommen haben. Okay. Dann bei den Recommendation Sliders. Wie genau wurden die Recommendations ausgewählt für jedes Segment? Also es ist im Moment noch keine, also in diesem Prototypen waren es noch keine nutzerspezifischen Empfehlungen, sondern es war contentbasiert. Und wir haben im Prinzip uns angeguckt, welche Slider oder welche Items in dem gegebenen Bereich tatsächlich die populärsten Items sind. Also es ist eine rein contentbasierte Geschichte gewesen. Aber es ist natürlich möglich, dass in Systemen dann, wenn es Nutzerprofil gibt, das auch noch ja, nutzerspezifisch tatsächlich auch anzuzeigen, ja. Konntet ihr denn Lerneffekte bei der Evaluierung
ausschließen, wenn ein Nutzer einen anderen Slider bereits benutzt hat und dann einen anderen bewerten sollte oder damit was machen sollte, dass da keine Lerneffekte zwischen den Sliders die Evaluierung beeinflussen? Ja, also das ist natürlich immer ein schwieriger Punkt. Allerdings haben wir durch diese Randomisierung, also wir haben die Aufgaben randomisiert, die Slider in unterschiedlichen Reihenfolgen präsentiert und daher haben wir so gut es geht hoffentlich ausgeschlossen, dass es diese Lerneffekte gibt. Sodass wir mit diesem in der ersten großen Studie mit 120 Probanden, dass eigentlich diese reinen Folgeneffekte oder Lerneffekte eigentlich keine Rolle spielen sollten, sodass wir die ausschließen konnten. Und wir haben tatsächlich auch getestet, ob es reinen Folgeneffekte gab, also ob Slider in erster oder dritten Position tatsächlich besser bewertet worden sind. Und da konnten wir auch keine signifikanten Effekte feststellen. Von daher gehen wir davon aus, dass wir durch diese Randomisierung tatsächlich das ausschließen konnten, ja. Okay. Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Ihr habt geschrieben, dass ihr im Moment auf Fragebögen hinsichtlich Usability und User Experience verzichtet habt. Mhm. Wären aber nicht genau die wichtig, um den Mehrwert vor allem von dem Recommendation Slider herauszufinden? Ja, auf jeden Fall. Wir haben es allerdings bewusst nicht gemacht, weil wir mit diesem, also dann hätten wir eigentlich nur diese einzelnen Slider in dem System anzeigen müssen. Da aber die Fragebögen so, ich sag mal, unspezifisch sind und auf dieses gesamte System gehen, hätten wir gar nicht differenzieren können, ob es jetzt an dem System an sich liegt oder an dem einzelnen kleinen Teilaspekt des Sliders. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man vielleicht in Zukunft nochmal gezielt nur diese kleinen Teilaspekte des Sliders nochmal genauer usability-mäßig untersuchen müsste. Aber da wir nicht das gesamte System angucken wollen, sondern nur diesen kleinen Teilaspekt, haben wir die halt bewusst erstmal rausgelassen. Okay, gut. Wenn es weiter keine Fragen gibt, dann würde ich an Petra zurückgeben mit dem nächsten Video. Vielen Dank. Okay, okay. Okay, also Paper Nummer 4 in dieser Session ist EHMI Visualization on the Entire Car Body, Results of a Comparative Evaluation of Concept for the Communication between AVs and Manual Drivers. Rede ich gerade Englisch? Okay, alles klar. Das Paper ist von Dominik Schlackel, Clemens Weigel und Andreas Riener. Welcome to the presentation of our short paper. My name is Dominik Schlackel. First, I will introduce you to the underlying problem. Summed up, it's the partially missing face-to-face interaction between driver and other road users when in automated mode. And this decline in information exchange can lead to dangers and accidents. And there's a lot of research for communication with pedestrians, for example, in situations you can see here on this picture. But we decided to focus on another less researched sub-area within this big research area. So what have we done? We focused on the communication between AVs and drivers of manual vehicles, and we used the entire vehicle surface as visualization space. For that, we used the looks. It's an abstracted automated vehicle in the 1-3 scale. You can see here on the right side. And we divided this surface in two communication and one detection area. And in these areas, we showed visual signals to convey the message, I will keep my distance, you can cut into the gap in front of me. How did we test? 24 subjects were asked to imagine being a driver of a manual vehicle and not a pedestrian. As test scenario, we defined an overtaking process with subsequent cut-in in front of the AV using the SIPA method. So our subjects walked on the orange marked line you can see here on the pictures. We had four types of visualizations or conditions. The first one, the baseline, was the headlight flasher. Then we had triangles in the front area, a pictogram in the back area, and also a combination from these triangles and pictogram. And on the side area, there was a detection light that followed the participant when passing the looks. After welcoming, demographics, and briefing, we had two blocks, one for detection and one for non-detection condition, with the four randomized types of visualization each, so eight conditions overall. After each type, our newly developed very short questionnaire was asked, and both blocks were completed with the user experience questionnaire, the UAQ, and they were counterbalanced. And at the end, the participants were asked to answer the sum question by awarding a total of 100 points.
So what did we find out? We highlighted the need of new communication concepts or visualization types in order to improve communication abilities between AVs and drivers of manual vehicles. And our four key findings were the comparison of detection and non-detection condition did not yield different UQ user ratings in any of the six UQ dimensions. New visualization concepts are rated significantly better than the ordinary headlight flasher. Best user ratings were measured for the combination of triangles in the front and pictogram in the rear area of the vehicle. And our last key finding was the high ratings of UQ show that our visualization concepts might will be accepted by real car drivers as well. Thank you for your attention, and questions are welcome, of course. Super, vielen Dank. Ja, das ist ja ein ganz tolles Thema, das super passt zu den Embedded Visualizations, die ich heute Morgen in der Keynote angesprochen habe. Und daher hätte ich auch gleich die erste Frage zu eurem Designprozess. Leider konnte man die Visualisierung jetzt nicht besonders gut sehen in dem Video. Könnt ihr ein bisschen was dazu sagen, was ihr genau visualisiert habt und wie ihr die Visualisierung designt habt? Also die sind entstanden auf Basis einer Fokusgruppendiskussion. Da waren wir 8 Personen und das waren eben so dynamisch bewegende Dreiecke im vorderen Bereich des Fahrzeugs, die eben in die Richtung, in der der Überholende laufen bzw. fahren soll, gezeigt haben. Und im Heck ein Piktogramm, das quasi die ganze Situation aus der Vogelperspektive abbildet und ein Pfeil, der in diese freie Lücke, in der der Proband einscheren soll, quasi in diese Richtung zeigt und blinkt. Genau. Habt ihr euch irgendwie, also wie habt ihr euch überlegt, wie genau das Piktogramm aussehen soll oder welche Farben zum Beispiel ihr verwenden solltet? Das ist eben auf Basis dieser Fokusgruppendiskussion entstanden. Also wir haben uns überlegt, wie man zum Beispiel dieses Piktogramm einfach möglichst reduziert und einfach darstellen kann. Es bleibt ja nicht viel Zeit, wenn man von hinten ein Fahrzeug überholt. Und es muss einfach schneller fassbar sein. Und ja, auf der Basis haben wir dann eben uns überlegt, wie kann man das möglichst einfach darstellen und sind dann im Grunde auf diese zwei Kästen, die man kurz gesehen hat, und wirklich nur einen Pfeil gekommen. Das möglichst reduziert zu machen. Ja. Wie könnte das in Zukunft tatsächlich dargestellt werden auf einem Auto? Was würde, also stellt ihr euch vor, dass da irgendwie irgendwelche Bildschirme eingebaut werden oder Projektoren benutzt werden oder ähnliches? Ich frage deshalb, weil ich mich frage, was für einen Einfluss das hätte darauf, erstmal die Auflösung und zweitens die Anzahl der Farben, die zum Beispiel verfügbar wären. Das ist natürlich immer eine Frage der technischen Machbarkeit. Gut wären natürlich möglichst große Visualisierungsflächen, denke ich. Einfach damit es besser sichtbar ist und schneller erfassbar. Genau. Zum Thema Farben, das ist eh immer so ein bisschen eine problematische Sache, weil ja eben verschiedene Farben in verschiedenen Kulturen auch verschiedene Bedeutungen haben. Und wenn irgendwie ein weltweit einheitliches Konzept entwickelt werden soll, muss man sich überlegen, wie man Farben einsetzt, was neutrale Farben sind. Man kann nicht jetzt einfach grün einsetzen oder rot, weil ja zum Beispiel die Ampelfarben damit schon belegt sind und es eine Assoziation dazu gibt. Genau. Also, super, vielen Dank. So 3 Minuten sind leider rum und deswegen gebe ich gleich schon wieder weiter an Monique. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das nächste Video trägt den Titel Interactive Image Driven Sound von Angela Prennecke, Markus Traber, Simon Stimmberg und Björn Stockleben von der Film University Babelsberg. Film ab, bitte. Welcome to Interactive Image Driven Sound. With their software application EVA, the authors of the paper Interactive Image Driven Sound explore the relationship between user interaction, image sequences and sound. It is based on an analysis of visual changes in the image sequences, which are mapped to musical scales. The goal is to create aesthetically pleasing audiovisual software instruments.
The brightness to sound approach uses the slit scan technique to capture the live image and maps the extracted visual features to tones on the pentatonic scale. The first step of this approach is to capture a 1 pixel column per frame from the webcam. In the next step, the software appends each captured column to the visual output. In step 3, the current pixel column is being separated vertically into 6 zones, which each represent a pitch on the pentatonic scale. The zone with the highest brightness defines which tone is being played. The movement to sound approach detects the optical flow of the incoming image sequences. It then calculates a vector field based on a fixed grid size that represents the visual changes in the image sequences. Different musical tones are assigned to the different directions, whose amplitude is determined by the strength of the change in movement, which in turn is determined by the number of vectors. The number of tones is limited to 8 tones that form a minor chord at different octaves. The downward movement is mapped to the consonant sound qualities of the chord, root and suboctave, which are more likely to be perceived as harmonic and solid. The upward movement is mapped to the dissonant sound qualities of the chord, the 7th and 9th, which are more likely to be perceived as inharmonic and therefore floating. A movement to the left triggers the 3rd and 5th, while the 5th is 1 octave higher. A movement to the right triggers the 5th and 3rd. In this case, the 3rd is 1 octave higher. Thank you for listening. Ja, vielen Dank für das sehr interessante Paper und den sehr interessanten Ansatz. Ich habe mich gefragt beim Lesen des Papers, jeder von uns kennt sicherlich aus einem Standard-Media-Player, dass da so abstrakte Animationen auf Basis der Musik generiert werden. Könnte man solche Ansätze quasi invertieren, um aus Bildern dann die Musik zu generieren? Oder sind das komplett andere Methoden, die da genutzt werden? Könnte man sicher machen. Für uns ist halt sehr interessant, vor allem Menschen und Bewegungen mit abfangen zu können und nutzen zu können für die Generierung, gerade in den Filmproduktionen. Im Moment ist es ja nach wie vor so, dass in der Ausbildung, aber eben auch in der Produktion Bild und Ton in der Regel voneinander getrennt umgesetzt werden. Und insbesondere in den Entstehungsprozessen, wenn überlegt wird, was für eine Stimmung soll eigentlich verwendet werden oder was ist überhaupt möglich an, wie wirkt sich die Bewegung aus meinetwegen und was kann man erzeugen. Da ist es interessant, eben genau solche Daten zu benutzen und umzusetzen und einmal andere Visualisierungsstile zu entwerfen oder zu zeigen, was ist eigentlich möglich und eben das auch mit musikalischen Klängen zu verbinden, was nicht so einfach ist. Mhm. Man hat ja auch in dem Video gesehen, dass aus jedem Frame so eine Pixelzeile verwendet wird. Wie wird denn diese Zeile gewählt? Das heißt, wenn man eine andere Zeile wählen würde, würde ein anderer Ton gemappt werden, oder? Genau, also in unserer Applikation, in der IVA-Applikation, geht es in allererster Linie erstmal darum, überhaupt eine Codebasis zu entwickeln. Und diese beiden Ansätze sind einmal dazu da, die technischen Möglichkeiten zu eruieren. Das ist vor allem Brightness to Sound. Und wir haben jetzt in diesem ersten Fall erstmal immer nur die mittlere Pixel Column verwendet, aber das wird weiterentwickelt und wir probieren vor allem auch aus, mehr auf objektbasierte Analyse zu gehen. Denn natürlich kann man mit einer mittleren Zeile wenig Aussagekraft zusammensetzen. Aber hier war auch interessant, einmal aus filmtheoretischer Sicht bzw. filmtechnischer Sicht diese Slit-Scan-Methode zu verwenden,
um auch den Filmproduzierenden zu zeigen, was man damit eigentlich noch machen kann. Also eigentlich ist diese Technik, kommt aus der Fotografie beziehungsweise Kameraeinstellungstechnik, und das jetzt auf eine digitale Anwendung zu heben, die auch noch interaktiv nutzbar ist, ist eben einfach eine Idee gewesen, die Möglichkeiten digitaler Technik und Softwareentwicklung dort zu präsentieren. Das war jetzt eigentlich meine Antwort auf die Frage. Okay, vielleicht noch eine schnelle letzte Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird aktuell pro Frame ein Ton zugeordnet. Wäre es denn sehr aufwendig, mehrere Töne, also einen Dreierakkord anzuwenden? Nee, also das ist im Moment gerade auch in der Entwicklung, gerade diese Brightness-to-Sound-Ansatz wird vor allem auch weiterentwickelt im Sinne von Sequencing, also dass man eben genau das machen kann. Mehrere Töne miteinander verbinden, aber auch eine Sequenz von Tönen in Form einer Melodie. Im Moment sind es ja wirklich eher Töne, die aneinandergereiht sind. Zwar basierend auf einer Skala, einer musikalischen Skala, aber die Harmonie fehlt halt in diesem Ansatz noch so ein bisschen. Ja, das ist in der Entwicklung. Okay, ja, vielen Dank. Dann würde ich zurückgeben zu Petra mit dem nächsten Vortrag. Ja, alles klar. Vielen Dank nochmal. Und dann springe ich zum nächsten Vortrag. Das ist Universal and Intuitive? Guidelines for Icon Design von Daniel Bühler, Fabian Hemmert und Jörn Hüttchen. Hi, I'm Daniel. I'm happy to present to you the main points of our paper. The title of our paper is Universal and Intuitive, Scientific Guidelines for Icon Design. Let me begin with some theory. Following Charles and Asperger's theory of semiotics, we suggest that visual representations consist of three parts. First, an object, that is a meaning or a concept that design refers to. Second, a representament, that is the material representation or its content. Third, the interpretant, that is the interpretation that a user makes of the representation. Barr, Noble and Biddle proposed that Peirce's model can be applied to human-computer interaction. They argued that Peirce's interpretant equals a designer's thoughts or a user's interpretation. For example, this will print my document if I touch it. The representament equals the material representation and its content. For example, the printer on the bottom right. The object or referent is the meaning that the representation refers to, for example, the process of printing a file or print document. In a design process, the designer chooses the content of a representation and designs the content in a specific way. Then the material representation and its content refer to the intended meaning in a specific way. Finally, a user interprets the meaning in her or his specific way. Here the like icon may serve as an example. The content of the icon is a clenched hand with a stretched thumb. It is designed similar to a real-world object, however, only the contours are depicted by a thick black line. The reference to the meaning is not based on similarity. The meaning is not clenched hand with stretched finger. Instead, it is approximately to like something. That is, the reference is based on convention. We follow Barr, Noble and Biddle in that both properties must be comprehensible for an icon to be comprehensible. For example, if we are not familiar with a clenched hand and a stretched thumb meaning to like something, the content is incomprehensible to us and we are not able to comprehend the icon. If we are not able, for example, to recognize the curved line on top of the hand as a stretched thumb, the design of the content is incomprehensible to us and again, we do not comprehend the icon. Along those lines, we argue that both reference and design must be universal and intuitive for an icon to be universal and intuitive. In our paper, we address the design. We claim that visual representations are always designed according to a specific system. The system might be, for example, photographic representation, caricature, or line drawing. A design system contains rules and regularities that allow designers and users to correctly design or interpret other representations with the same design system. For that reason, we are able to use photographs, caricatures, and drawings correctly, even if they are new to us. We are familiar with their design system. It's not the case because we have previously learned a specific meaning of each photograph and caricature.
A central argument that we make in our paper is that the universal and intuitive design system should be grounded in visual perception. The reason is that the process of visual perception is considered to be universal and intuitive. We derived three requirements for our design system from research on visual perception. First, most people are equipped with the same optical system. Consequently, the visual patterns reflected by an icon should be similar to those reflected by a real object or scene. Second, since our perceptual system intuitively applies certain heuristics to interpret the visual patterns, the design should be based on these heuristics. Third, only perceptual heuristics should be used that are universal, otherwise culture-specific heuristics might be introduced. The same applies to culture-specific regularities such as reading directions, skin color, and so forth. On the basis of these requirements, we conducted a literature review. More than 200 papers and meta-analyses on visual perception and on the perception of visual representations were analyzed in a 7-step process. Through the analysis, we were able to derive 34 guidelines for icon design. This is just a quick reminder of how a guideline might look. First, we present the main content of the guideline, then we explain the evidence and provide reference to one or multiple scientific studies. Finally, let me present some designed icons. On the left, you find an icon designed following our guidelines. Note in particular the irregular shape and asymmetry. In comparison, on the right, you find an established icon by the manufacturer Bosch. These are some further examples, including animated icons and on the bottom frames of an animated icon. Please keep in mind that deriving universal and intuitive reference is a central part of the design process. In addition, due to the specific design project, these prototypes do not follow all guidelines. Nevertheless, they were evaluated superior to established manufacturer designs. We suggest these results indicate that the guidelines that we present in our paper might indeed be the basis for more universal and more intuitive icon designs in the future. We look forward to your comments. Super, vielen Dank. Eine Sache, die mich jetzt das Video sehr erinnert hat, ist der Unterschied zwischen Icons und Symbolen. Also für mich war eigentlich immer ein Icon etwas, das schon per Definition ähnlich aussieht wie das Objekt, das, für das es steht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Drucker nehme, das sieht man auch zum Beispiel, Windows hat das vor einer Weile eingeführt, dass die Icons wirklich aussehen, wie der Drucker aussieht, in echt. Während ein Symbol, zum Beispiel, ich hätte jetzt dieses Thumbs Up als Symbol charakterisiert. Aber mir schien es jetzt im Vortrag, dass beides zusammen eigentlich unter dem Namen Icon läuft. Oder habe ich das falsch interpretiert? Das ist tatsächlich jetzt für den Vortrag und auch für das Paper so gewesen, dass wir den Begriff Icon gewählt haben. Tatsächlich auch in anderen Arbeiten ziehen wir die Bezeichnung Piktogramm vor, eben aus dem Grund, dass eben Icons oder sage ich mal, was nach Peirce eben die ikonische Beziehung ist, auf Ähnlichkeit basieren. Es ist letztendlich, glaube ich, ein Begriff, der fälschlicherweise am meisten verwendet wird und daran knüpfen wir an, um es letztendlich dann korrekt darzustellen im Anschluss. Mhm. Es gibt eine Frage auf dem YouTube-Channel, die lese ich jetzt einfach mal vor, von Matthias Heimer. Universelles Design beinhaltet auch Richtlinien für Accessibility. Wurde das Thema beachtet? Und falls ja, wie können animierte Icons mit bestehenden Richtlinien vereinbart werden? Tatsächlich ist Accessibility eine wichtige Frage. Das sehen wir ganz genauso, auch bei anderen Projekten. Wir beziehen auch ältere Menschen mit ein. Menschen mit Behinderung tatsächlich konnten wir in dem Fall nicht mit einbeziehen, also zum Beispiel mit Sehbehinderung. Das war ein Drawback in unserer Studie. Letztendlich ist es dem Projektsetting geschuldet und unser Ansatz war also einerseits natürlich besonders stark kulturübergreifend ausgerichtet, andererseits
haben wir uns dafür entschieden, eben Gemeinsamkeiten von Menschen zu betrachten, in der Hoffnung, dass wir von dieser Basis ausgehend dann die individuellen Fähigkeiten betrachten können. Ich finde ja unheimlich schwierig, das Design von Icons für Sachen, für die es eigentlich keine Referenz gibt, also sowas wie Gefühle oder sowas, ja, das Like-Icon, ich stimme zu, Zustimmung zum Beispiel. Mhm. Ja, wenn man sich jetzt eigentlich überlegt, okay, dieses Thumbs Up, hat Facebook vielleicht einiges falsch gemacht, weil es halt kein universelles, kulturelles Vereinbarung dafür wahrscheinlich gibt. Aber trotzdem würde ich jetzt mal vermuten, sie hatten damit Erfolg und die ganze Welt versteht es jetzt. War das jetzt trotzdem ein schlechter Ansatz, dieses Icon zu wählen? Oder? Naja, sicherlich hängt es ja immer dann auch von den einzelnen Projekten ab. Ich habe das versucht, in dem Video am Ende ein bisschen anzusprechen. Ganz zentraler oder ein weiterer zentraler Punkt ist eben diese Referenzbeziehung. Und in diesem Paper und auch in dem Video haben wir nur das Design angesprochen. Also es ist ganz relevant auszuwählen, was ist eigentlich der Content, der Inhalt des Icons. Also in dem Fall die Hand mit dem ausgestreckten Daumen. Und ohne jetzt zu weit auszuholen, letztendlich verwenden wir da so einen Ansatz der Embodied Cognition. Und es wäre dann letztendlich die Herausforderung, einen Inhalt abzuleiten, eine sensomotorische grundlegende Erfahrung, die Menschen mit der Zustimmung in Verbindung bringen, assoziieren. Und diese sensomotorische Erfahrung könnte man dann als Piktogramminhalt wählen, um diesen Inhalt dann mit den Richtlinien, mittels der Richtlinien, die wir im Paper darstellen, zu gestalten. Spannend. Gibt es irgendeinen Katalog von sensomotorischen Erfahrungen, die Leute mit bestimmten Sachen assoziieren, für die man zum Beispiel Icons bauen wollen würde? Demnächst wird es da Publikationen und auch eine große Publikation geben, auch von mir und von uns, die jetzt schon Autoren sind. Und da freuen wir uns natürlich, vielleicht kann ich die dann auch nochmal rumschicken, und freuen wir uns natürlich, wenn möglichst viele jetzt Interesse haben und dann reinschauen. Da gibt es auch diese Listen zum Teil. Okay, super. Noch eine letzte Frage vom YouTube-Channel von Lothar Blum. Inwieweit wurde berücksichtigt, dass bei Icon-Systemen Bedeutung durch visuelle Abgrenzung und Gemeinsamkeiten ebenfalls eine Rolle spielen? Das wurde auf jeden Fall berücksichtigt. Ich habe den Eindruck, da sieht man sich auf die Gestaltgesetze. Das ist natürlich ganz, ganz relevant und ganz klar wichtig. Ja. Super, vielen Dank. Und dann danke fürs Video und die Fragen, und ich leite wieder weiter an Monique. Ja, vielen Dank. Das nächste Video beschäftigt sich mit der DisplayBox, Simple and Replicable High Precision Measurements of Display Latency, von Patrick Stadler, Andreas Schmidt und Raphael Wimmer von der Universität Regensburg. During tasks which require users to react in real time, high latency can impair performance significantly. Studies have shown that even small latencies of about 20 milliseconds can be recognized during certain tasks. The latency between user input and system response, also known as end-to-end latency, consists of several partial latencies, including input device latency, processing time of operating system and application, and the display's reaction time. As each of those partial latencies can be a bottleneck, they have to be measured individually to better understand and reduce end-to-end latency. In this work, we present DisplayBox, an open-source device for measuring the latency of displays. DisplayBox implements a method for measuring display latency proposed by the Society for Information Displays in the International Display Measurement Standard. In contrast to the setup described by the IDMS, which requires professional lab equipment, DisplayBox is based on cheap and broadly available components. A Raspberry Pi 4 is used as the video source, which switches the display's color from black to white. All time-critical operations are performed on an STM8 microcontroller. The microcontroller is triggered by the Raspberry Pi via GPIO as soon as the display is synchronized,
and it then starts the measurement process. The STM8 repeatedly measures the display's brightness with a photodiode attached to the center of the screen until 50% brightness is reached. The measurement process is stopped and all measured brightness values with a 100 microsecond resolution are sent to the Raspberry Pi. This way, a brightness curve of each tested display can be reported in addition to its latency. This measurement process can be repeated hundreds of times automatically, so a distribution of latencies can be measured. To validate the accuracy of this black box, we measured the latencies of 7 displays. We then compared the results to the values reported by an IDMS setup using an oscilloscope, as well as a commercially available device for measuring display latency, the Leo Bodner Video Signal Input Lag Tester. This black box measurements match the latencies measured with the IDMS setup within a 1 millisecond range, but differ from Leo Bodner measurements by 1 to 3 milliseconds. While modern office monitors have comparable latencies, high latencies and broad distributions could be measured for older and cheaper models. Even though using the broadly available Raspberry Pi as the core of this black box ensures replicability, this decision leads to the limitation that neither refresh rates over 60 Hz nor adaptive synchronization technologies like G-Sync and FreeSync are supported. We presented this black box, an affordable and accurate open source measuring device for display latency, implementing the IDMS standard. Ja, vielen Dank für das nette Video. Ich bin kein Hardware-Experte, aber mich würde interessieren, wie viele von diesen Devices denn mittlerweile nachgebaut wurden oder wie weit die schon einen Anklang gefunden haben. Soweit ich weiß, existiert bis jetzt nur unseres. Okay. Also es ist ja noch nicht publiziert, also seit heute, glaube ich, ist publiziert. Also es ist klar, dass noch keiner nachgebaut hat. Habt ihr trotzdem mal Feedback von anderen Wissenschaftlern, anderen Einrichtungen eingeholt, wie schwierig es denn wäre, das nachzubauen? In dem Sinne nicht. Wir haben das Projekt mal in einem Forum bei Blurbusters vorgestellt. Da ist es eigentlich relativ gut angekommen. Ich würde sagen, man kann es nachbauen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat in Elektronik und ein bisschen Linux-Kenntnisse. Okay, vielen Dank. Ja, dann würde ich auch schon zurückgeben an Petra, wenn keine weiteren Fragen vorhanden sind. Ich will ja nochmal eine Frage. ich bin auch keine Hardware-Experte, aber mich würde mal fragen, ich frage mich, ob durch diesen extra Chip und den Raspberry Pi auch irgendwelche Latency dazugefügt wird, einfach durch die Art, wie gemessen wird. Ist das was, was irgendwie eine Rolle spielt? Das ist der Grund, warum wir tatsächlich noch einen Mikrocontroller benutzen und nicht nur den Raspberry Pi, weil der Mikrocontroller halt echtzeitfähig ist und ein richtiger Computer wie der Raspberry Pi ist halt eben nicht. Und wir haben die Komponenten schon auch extra immer gemessen und wir bewegen uns bei den Latenzen von den Geräten irgendwie im Nano- bis Mikrosekundenbereich, also außerhalb von der Latenz im Millisekundenbereich, die jetzt der Bildschirm zum Beispiel hat. Mhm. Was sind so Einsatzgebiete, wo man wirklich so niedrig wie mögliche Latency braucht? Also zum einen natürlich Gaming, das ist so die ganz große Zielgruppe. Und zum anderen natürlich auch sowas wie Nutzerstudien, Fitzlaw-Experimente und so weiter. Weil das hat ja McKenzie in den 80er schon festgestellt, dass Latenz sich einfach auf Task-Performance auswirkt und dadurch vermutlich auch auf User-Experience. Also für solche Setups ist es auf jeden Fall wichtig, eine niedrige Latenz zu haben. Ich habe jetzt eure Grafiken nicht so ganz im Detail mir angeschaut. In welchem Bereich liegen so die Latenzen, die ihr gemessen habt bei den verschiedenen Bildschirmen, die ihr hattet? Also wir haben hauptsächlich so relativ moderne Büromonitore gemessen und die waren alle so bei 5 Millisekunden die Richtung mit einer Verteilung von so 1 bis 3. Haben aber ein paar ältere Geräte getestet und da merkt man schon, oder auch günstiger Geräte, die gehen bis auf die 20, 30 Millisekunden hoch. Also da ist ein enormer Unterschied. Ja, ist interessant, weil gerade auch so bei Wahrnehmungsexperimenten könnte ich mir vorstellen, dass man da auch möglichst niedrige haben möchte. Ja, genau. Super. Vielen Dank. Ich glaube, da haben wir sowieso unsere 3 Minuten ausgeschöpft. Und dann mache ich jetzt gleich weiter mit dem letzten Paper in der Session. Das heißt On the Materiality of Boundary Objects in Knowledge Management. Und das Paper ist von
Lucia Hanna Spiel, Frauke Mürike und Markus Feufel. Mein Name ist Luzi Spiel und ich stelle den Beitrag von Frauke Mürike, Markus Feufel und mir vor, entstanden am Fachgebiet Arbeitswissenschaft der TU Berlin. Die Studie beschäftigt sich mit dem Thema Patienteninformationsmanagement in einem klinischen Beratungszentrum für familiäre Krebsbelastung und betrachtet die kollaborative Nutzung digitaler und analoger Informationsartefakte über das gesamte Arbeitssystem hinweg. Hierfür haben wir das Boundary Object Characterization Model von Fong et al. Herangezogen, das es erlaubt, Boundary Objects anhand 6 verschiedener Attribute vergleichbar zu beschreiben. An dieser Stelle wollen wir allerdings nur auf die Dimension des Type eingehen. Darunter verstehen Fong et al. Die Materialität eines Boundary Objects und unterscheiden zwischen digitalen, virtual und analogen, physical Objekten. Die Datenerhebung erfolgt in einer ethnografischen Studie, während der unterschiedliche Mitarbeitende des Zentrums für insgesamt 38 Stunden im Arbeitsalltag beobachtet wurden und anschließend in 7 semi-strukturierten Interviews von insgesamt knapp 6 Stunden Dauer befragt wurden. Es hat sich gezeigt, dass eine Stammbaumzeichnung als zentraler Bestandteil einer Patientinnenberatung von allen Abteilungen des Zentrums zur Umsetzung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigt wird, weshalb diese mehrfach die Wissensgrenzen zwischen diesen Abteilungen überschreitet. Initial wird der Stammbaum während eines Beratungsgesprächs in der Gynäkologie händisch aufgezeichnet. Sie sehen hier ein Beispiel. Durch seinen analogen Charakter ist dieses Format jedoch ortsgebunden. Um die Zeichnung auch anderen Abteilungen zur Verfügung zu stellen, wird sie eingescannt und im zentralen Krankenhausinformationssystem gespeichert. Das eingescannte Boundary Object grenzt sich nun durch seine Materialität von der papierbasierten Version ab. Es kann nun von unterschiedlichen Abteilungen gleichzeitig abgerufen, jedoch nicht mehr bearbeitet werden. Deshalb bezeichnen wir diesen Zustand als statisch digital. Der Stammbaum muss jedoch auch in einer zentralen Forschungsdatenbank dokumentiert werden. Die Verwendung statisch digitaler Artefakte für Forschungszwecke ist allerdings problematisch, da Informationen hierfür in möglichst standardisierter und modifizierbarer Form verfügbar sein müssen. Eine erneute Umwandlung des Stammbaums ist also nötig, welche durch eine digitale Eingabemaske umgesetzt wird. Hierdurch ändert sich erneut die Affordanz des Boundary Objects. Der Stammbaum wird in ein digitales Artefakt umgewandelt und dadurch von seinen statischen Eigenschaften befreit. Seine einzelnen Elemente können manipuliert, maschinell ausgewertet und weiterverarbeitet werden und sind nicht mehr nur statische Repräsentationen. Unsere Ergebnisse deuten demnach darauf hin, dass in Abhängigkeit der Materialität eines Artefakts zumindest 3 unterschiedliche Nutzungseigenschaften von Boundary Objects unterschieden werden können. Wir sehen deshalb die Notwendigkeit, das Modell von Fong et al. Um eine 3. Artefaktkategorie, die der statisch-digitalen Artefakte, zu erweitern, wodurch die Rolle von Boundary Objects bei der Überwindung von organisationalen Wissensgrenzen differenzierter analysiert und die Entwicklung von Gesundheitstechnologie unterstützt werden kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oh, vielen Dank für das Paper. Ich hatte ein paar Fragen. Okay, und zwar einmal, was ist genau ein Boundary Object? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein Konzept eher aus den sozialen Wissenschaften, würde ich sagen. Das ist ein sehr, sehr weites Konzept. Ganz grob gesagt kann man vielleicht sagen, Boundary Objects sind Artefakte, die in der individuellen Anwendung von einzelnen Gruppen so konkret sind, dass sie den Zweck dieser einzelnen Gruppen erfüllen, gleichzeitig aber auch Informationen derart abstrahiert beinhalten können, dass sie an andere, ich sage jetzt mal Abteilungen, übergeben werden können, die sie für andere Zwecke nutzen. Das klingt sehr abstrakt, weswegen wir eben in unserer Analyse diesen weiteren Framework von Fong et al. Auch noch hinzugezogen haben, weil es eben sehr schwierig ist, diesen Boundary Object Framework zu konkretisieren tatsächlich teilweise. Und also dieser Stammbaum aus dem Video war so ein Boundary Object. Was genau stand drin in diesem? Nur einfach so zu helfen, vorzustellen, mal ein Beispiel eines Boundary Objects. Der Stammbaum hat im Prinzip die Familie einer Ratsuchenden dargestellt. Und wir haben ja vielleicht gesehen, da waren Kreise oder auch Viereckige mit unterschiedlichen Markierungen noch dran. Das hat darauf hingedeutet, ob die Person schon verstorben ist oder noch lebt und gegebenenfalls an welcher Krebserkrankung und in welchem Alter. Okay, also es war tatsächlich ein richtiger Stammbaum, der dann praktisch so durchgereicht wurde im Krankenhaus an verschiedene Abteilungen. Genau. Inwiefern können Fehler auftreten, wenn man jetzt hier so zwischen den einzelnen, den physischen oder digitalen Zuständen wechselt? Fehler können, glaube ich,
am schnellsten da auftreten, wenn Menschen involviert sind. Zum einen, wenn der Stammbaum erstellt wird und zum Beispiel versehentlich die gleiche Kategorie für unterschiedliche Krebsarten verwendet wird oder ein Symbol, das für eine Ärztin der einen Abteilung vielleicht Darmkrebs bedeutet, für eine Ärztin einer anderen Abteilung aber vielleicht Brustkrebs. Ich glaube, da können Fehler entstehen. Und dann gerade wieder an dieser Schnittstelle, wenn das analoge oder das statisch digitale Artefakt in ein vollständig digitales Artefakt überführt wird, weil auch da wieder Menschen das überführen müssen und nochmal neu kodieren im Prinzip. Also da würde ich jetzt die größten Probleme sehen initial. Und wie realistisch ist es, dass dieses Boundary Object jetzt in dem Fall tatsächlich alle Phasen hier durchlaufen muss? Also ist es tatsächlich so, dass am Schluss jemand den Stammbaum modifizieren möchte? Gibt das tatsächlich passiert? Modifizieren in dem Sinn, dass man sagt, man möchte die Daten vielleicht anders auswerten, als sie einfach nur anzugucken, also vielleicht maschinell eben auswerten, was ich jetzt als Art der Modifikation sehen würde. Aber auch, dass man zum Beispiel sagt, es ist eine riesige Familie, die Hälfte davon ist aber vielleicht gesund, wir wollen uns nur den anderen Teil angucken, dass man einfach sagt, wir reduzieren unseren Datensatz einfach konkret oder ergänzen eben noch Informationen, die dazugekommen sind vielleicht einige Jahre später, weil noch eine Tochter erkrankt ist oder andere Familienangehörige. Also das ist ein sehr konkreter Fall, würde ich sagen. Okay, gut. Also ich habe meine Fragen ausgeschöpft. Ich hätte vielleicht noch eine schnelle Frage. Ist es denn zukünftig realistisch, dass gleich digitale Eingabegeräte genutzt werden, wie Tablets, wo drauf gezeichnet wird, um sich den Prozess des Einscannens und später natürlich auch das leichtere Editieren zu ermöglichen? Das ist eine sehr gute Frage und es gibt tatsächlich im Moment auch Bestrebungen dazu, das schon dann digital zu machen. Aber tatsächlich ist es nicht so einfach, weil man halt in diesem Gespräch mit der Ärztin zusammen als Ratsuchende auch sehr viel passiert, während dieser Stammbaum aufgezeichnet wird. Und tatsächlich ist eines der anderen Projekte, die bei uns laufen, halt auch genau das eben nicht zu verlieren, weil da eben in so einer Krisensituation es auch viel darauf ankommt, eben auch eben in Kontakt mit den Ratsuchenden zu sein. Und da ist tatsächlich die Frage, wie können wir das, was bisher eben manuell gemeinsam gemacht wird, dann eben auch in so eine digitale Kreierung eines Stammbaums übersetzen, wo ja dann gleichzeitig diese dritte Person der Bildschirm quasi mit dabei ist. Und das sind tatsächlich jetzt Anschlussstudien, die auch natürlich ganz viel mit teilnehmender Beobachtung laufen, ne, weil da ganz viel zwischendurch noch läuft. Also definitiv eine sehr gute Frage. Okay. Gut, vielen Dank. Ich denke, dann haben wir jetzt das Ende von der Session erreicht. Vielen Dank an alle, die Beiträge geleistet haben. Ich freue mich, dass es eine Visualisierungssession auf der MOOC gibt. Und danke an Monique, das mit mir gechert zu haben. Würde gerne. Ja, dann bis bald und viel Spaß mit den nächsten Sessions heute.